So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Alan Wake mit euren Gertobi, dem Dunkeln fliehen. Wake wurde von Barry und Sheriff Breaker getrennt und muss einen Umweg oben über den Staudamm nehmen, um zu Weavers hellen Raum zu kommen. Ja, da müssen wir hin und los geht's. Wir werden gerade von diesem heftigen Tornado verfolgt. Ja, und wir müssen schnell abhauen. Ich will nicht gerne da eingesogen werden, dann sind wir für immer verloren. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja nicht verlieren. Oder doch, oder nicht? Nee, lieber nicht. Ich will lieber nicht, nein, 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 ich will nicht. Ich bestehe darauf, nichts zu verlieren zu wollen. Please. Please, no losing. Ah! Okay, okay, ich beeile mich jetzt mal schnell. What the hell? Wow! Super Tornado. Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich laufe da lang. Ah. Lauf, Alan, lauf! Lauf, wofür du bestimmt bist, zu siegen. So, ich nehme erstmal kurz die Turbo. Wow! Was geht ab hier? Wow! Noch geschafft. Wow, bin ich awesome. Wow. What? Ja. Autsch. Und der Wind kommt immer näher. Ja, ich beeile mich doch. Aua. Das tut weh. Nein, Tornado, lass mich in Ruhe. Hau ab. Au, wow. Wow. Mann, beeilen Sie sich hier. Ja, junger Mann, ich komme hier. Der junge Mann kommt. Oh, dankeschön. Das war richtig knapp. Das wäre unser ewiger Todes gewesen. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Klar. Oh. Im Norden am Raincoat Point ist ein alter Armeestützpunkt. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Alles wegen so einer Dame gehört das alles. Was ist das eigentlich? Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern. Denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen. Denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch. Eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Cool. Nice! Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Lass uns loslegen, Alan. Yeah, baby, yeah! Lass uns loslegen. Yeah, es geht jetzt wieder weiter. Oh ja. Ich bin hier bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang.
Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Folge 6. Abreise. New York, vor 2 Jahren. Nun deckt sich die ganze Wahrheit auf. Und wir werden endlich erfahren, was es alles mit sich hatte. Ach ja, außerdem wird nächster Part Folge 6 sein. Also Benennung oben und Titel. Deshalb nicht wundern. Hat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Hören wir auf zu trinken. Alkohol ist keine Lösung. Ich wusste nicht, ob ich der Welt ohne Sonnenbrille und Schmerzmittel gegenübertreten konnte. Da ist Schmerzmittel. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Das Licht stach wie Nadeln in meine Augen. Ich brauchte meine Sonnenbrille. Ja, wo ist die Sonnenbrille denn überhaupt? Ach, da. Sieht das auch stylisch aus? Mal gucken. Die Sonnenbrille machte die Welt. Yeah. Jetzt konnte ich cool. öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Boah, der sieht ja schon besser aus. Jetzt ist das gar nicht mehr so hell. Ah, ich bin cool. Der erinnert mich ein bisschen an Jaden von Heavy Rain. Genau. Was ich ja, glaube ich, jetzt Let's Played habe oder Let's Played hätte. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Let's Played. Da war eine Nachricht für mich. Ja, aber hier mal gucken. Das ist ja unser Buch. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt steht. Ist ein bisschen verschwommen. Auf jeden Fall haben wir unsere Bänder. Aber hier waren wir ja schon mal. Bei den vorigen Parts. Ich weiß nicht wann. Aber naja. Gucken wir mal. Eine neue Nachricht. Al, schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein. Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an. Fernseher einschalten, ja. Guck mal, wir haben so einen richtig coolen Hobby. Also unsere Freundin hat einen coolen Hobbyraum. Sie macht alles so mit Fotos und so. Fotos und so. Upsala. Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Boah, was für eine fette Küche, ey. Sowas würde ich nur träumen. Allein schon so ein Mixer da. Okay, ich hab einen coolen Mixer. Der hat auch so einen ähnlichen Deckel und ist 1,5 Liter Becher, Ding Teil. Toaster habe ich auch, Kaffeemaschine habe ich auch. Nur so ein heftiger Teigmixer. Der ist richtig cool, finde ich. Wenn du irgendwie Kuchen backen willst. Ja, echt coole Küche auch hier. Das reicht auch vollkommen aus, zu zweit. Also ich finde, seine Wohnung ist recht gemütlich gemacht. Auch hier können auch zum Beispiel Gäste mit essen und alles. Richtig nice gemacht zu seine Wohnung. Also da würde man nur träumen, irgendwie so eine Wohnung zu haben. Da würde man schon zufrieden sein. Irgendwie voll verschwommen. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute okay, das ist 360p. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor. Oder 200, nein, sagen wir mal 240. The Sudden Stop. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Alan in Egg. In echt. Liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Es mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den 2 Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige entrüstet. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst.
Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepietriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Mein Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Yeah. In letzter Zeit tatsächlich oft in den Nachrichten. Jede Menge Partys und da. Paparazzo. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Geil, Mann. Cool. Wenigstens war ich lustig. Ich hab nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Ich hätte ihren Rat befolgen sollen, aber plötzlich war ich wütend, vor allem auf mich selbst. Deadass! Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Knutschi, knutsch. Mua. Breaks Falls, heute. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Alice retten. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Oh. Wir müssen das alles alleine machen. Wir sehen uns später. Was für ein Held. Ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Wow. Das ist doch mal eine voll coole Story. Bringen wir das zu Ende, Leute. Seid ihr mit dabei in der fantastischen Story von Alan Wake. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Guck mal. Bier! Bier! Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Bier! Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Cool. Wieder eine Thermoflasche. Wir haben es auch voll mit den Thermoflaschen. Seit den
seit den ganzen 32 Parts schon. Oh, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es so eine lange Story hat, dieses Spiel, aber ey, ist mir total Wayne. Solange das voll cool ist und so, reicht das doch vollkommen. Finde ich, also, man muss ja nicht übertreiben oder so, aber oh mein Gott, ist das cool gemacht. Und schade, dass da kein zweiter Teil kommen würde. Ich habe das schon in den vorigen Parts schon gesagt, dass ich das ziemlich bedauere, weil es ist eigentlich soweit ganz cool. Und ich bedauere auch, dass ich das auch nicht frühestens Let's Played habe. Aber naja, ich hätte früher immer Probleme mit meinen anderen Let's Play-Kanäle gehabt. Aber naja, es kann ja nicht jeder das wissen, also mich verfolgt haben seit 2009. Aber ich mache seit 2008 Videos. Ich habe auch andere Videos gemacht, so Gameplays und so ein Kram. Jetzt mache ich schon Let's Plays, will ein bisschen mehr Innovativität setzen. Vielleicht mache ich immer noch mal wieder Gameplays, je nachdem, schauen. Aber mir faszinieren immer einige Games, immer so die Stories und so, oh Mann. Das ist wie so ein guter Anime, kann man sagen. Wie so ein guter Anime auf jeden Fall. Das vielleicht wieder was verstickt. Alter, dass alles jetzt so hell ist, ne? Dass alles hell ist. Die Mucke beunruhigt mich ein bisschen. Hey, warte mal. Da ist doch was. Ich übersehe das auch noch, ey. What the? Da ist es wieder. Du hast dich aufgepasst, Digga. Hey, guck mal, das ist wieder Bier. Und Sixer. Die haben ja viele, ja, hier so Ausflüge gemacht. Sieht aber auch fantastisch aus, so in den Bergen und alles hier. Kann man sich schon vornehmen, in Amerika, durch den Highway zu fahren. Zum Cultural Lake müssen wir wieder zurück. Ist hier was? Wieder bestimmt was versteckt. Mann, das ist doch nicht einfach hier so. Einfach so gemacht. Da, das Licht. Da ist wieder was versteckt. Oh, jetzt haben wir die Karre am Arsch. Ja, ich weiß, ich bin ein toller Autofahrer. Darum habe ich auch noch nicht den Führerschein. Ja. So failed bin ich. Failed. Bin so failed, ey. So schlecht. Zu schlecht für ein Auto zu kriegen, also überhaupt einen Führerschein zu kriegen, das ist schon das Traurigste. Ein Auto könnte ich mir ja irgendwann Sorgen machen, aber ein Führerschein, das ist so schlecht. Ah, ja. Ah, kommen wir wieder hier weg. Ich kann nicht nach hinten gucken mit der Kamera. Sorry, falls ich jetzt irgendwo gegen crashen sollte, okay. Aber das Spiel macht schon auf jeden Fall was her. Ich kann euch das empfehlen. Ich denke mal, auf Steam müsste das auch kostengünstig sein. Auf Xbox Live habe ich das für 5 Euro gekauft. Naja, also wie ich das jetzt schon so sehe, hätte man das Spiel auch schon für 30 holen können früher. Also da hätte es auch schon gereicht. Aber ich bin nicht auch so auf den Titel gekommen. Ich wollte eigentlich immer, aber oh. Nein, jetzt sollen wir wieder zu Fuß gehen, ey. Na geil, Matiko. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Eine wurde die Gegenwart immer näher. Die Szenen sind so geil. Ich werde ihre Frau töten. Nur unter meiner Leiche. Flash, baby, yeah. Oh, Manuskript. Und eine Rabe? Kann ich ihn töten? Geht gar nicht irgendwie. Hä? Was haben wir da eigentlich? Achso, unsere Lampe, unsere große. Das Dunkel will Wake aufhalten. Abreise, ey.